Hallo und herzlich willkommen zurück in der Karibik bei Tropico 6 mit eurem Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind kurz vor der Revolution hier in unserem allerersten Szenario. Das Kennenlernen von Penultimo und El Presidente, und wir haben den Auftrag bekommen, 3 Wachtürme zu bauen. Wir müssen uns vorbereiten auf die Revolution, und ja, den Bauauftrag haben wir schon gegeben. Wir lassen die Zeit mal laufen. Und ich bin nicht sicher, ob wir diese Handelsroute hier noch erfüllen können, um unser Mandat nochmal zu verlängern. Und ob wir unser Mandat überhaupt nochmal verlängern müssen. Denn wenn wir jetzt Richtung Revolution gehen, dann könnte es sein, dass wir es ja auch bald geschafft haben. Da sind die Baumstämme. 500 sind erst angeliefert worden. Wir könnten natürlich das Sägewerk mal stilllegen. Damit mehr Baumstämme da sind. Abreißen geht nicht. Wir können es... Können wir es überhaupt deaktivieren? Wir können das nicht deaktivieren. Und wenn ich es abreiße, dann gehen uns die ganzen Planken verloren. Hier liegen fast 6000. Naja, stetig steigend. Und was machen wir denn jetzt? Wir könnten natürlich Holzfäller bauen. Aber die ganzen Baumstämme würden dann auch hierher geliefert werden, bis das Lager voll ist wahrscheinlich. Dass ich das Gebäude nicht stilllegen kann, ist ein bisschen schade. Aber wir kriegen sonst diese Handelsroute nicht fertig. Können wir ja nochmal gucken, ob wir nochmal eine andere machen können hier. Zur Krone. Kokosnuss. 1000 Stück. Kriegen wir nicht hin. Oh, und wir sind gerade ins Minus gerutscht mit dem Geld auch noch. So, Gott sei Dank gerade wieder ein Frachter gekommen. Wisst ihr was? Ich reiß das jetzt ab hier. Wir kriegen die 6000 Planken eh nicht rechtzeitig rüber zum Schiff. Das heißt... Ich reiß das jetzt ab, um diesen Handelsauftrag möglicherweise noch zu schaffen. Aber 10 Monate, nee, können wir vergessen. Komm, ich breche das ab. Ich glaube, wir haben hier eher ein Problem mit dem Mandat jetzt. Eieiei. Ich glaube, ich gebe das Gold mal aus, um die Wachtürme zu bauen. So, das dritte ist schon fertig. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. So, ein Überfall Beute abschließen. Ich fürchte, ja, ich kann wir das annehmen. Wir sind auf die Invasion vorbereitet, Gouverneur. Und da kommen sie. Hoffentlich sind sie langsam, damit wir sie von Weitem treffen können. Unsere Wachtürme funktionieren, Gouverneur. Wir können uns verteidigen. Hurra! Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Nie wieder werden wir Anweisungen von anderen annehmen. Wir werden die Freiheit haben, unsere eigenen schlechten Entscheidungen zu treffen und uns untereinander zu streiten. Oh, Präsident, ihr seht heute so hübsch aus. Oh, tut mir leid, ich habe ein wenig geblutet, seit ich angeschossen wurde. Und mir ist ziemlich schwindelig. Ihr habt recht, die Arbeit kommt zuerst. Ihr müsst euer Volk zufriedenstellen, damit es euch unterstützt, wenn ihr die Unabhängigkeit erklärt. Das muss geschehen, bevor die Krone euch töten lässt. Wie möchtet ihr euer Volk beglücken? Nahrung, sie wird dem Volk helfen, vor Glück fett zu werden. Glaube wird dem Volk helfen, für sein Glück zu beten. Und Freiheit wird dem Volk helfen, für sein Glück zu kämpfen. Ich glaube, ich wähle Freiheit. Die Zeit ist gekommen. Wir flüstern nicht mehr, sondern stehen auf den Dächern und schreien: Revolution! Heute verlangen wir höflich unsere Freiheit. Also wenden wir uns an Sie, Gouverneur, und fragen: Werden Sie die Unabhängigkeit von der Krone erklären? Wenn Sie denken, Sie haben genug Unterstützung, werfen Sie die Fessel der Knechtschaft ab und beanspruchen Sie Ihren Platz in den Geschichtsbüchern. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch... Präsidente zu nennen. Ja, das hört sich gut an. Und obwohl es nur recht und billig ist, dass die Krone von uns als ihre Kolonie sämtliche Exporte erhält, würde es vielleicht einen Unterschied machen, wenn man uns nicht mit eiserner Hand regieren würde.
Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass sich der Wille des Volkes in eine eher, nun ja, unabhängige Richtung neigt. So, wir sollen eine Durchschnittsstimmung oder eine durchschnittliche Zustimmung bei den Revolutionären erreichen von 60. Wir haben 58 von 60. Mein Gouverneur, die Menschen sind voller Zorn. Ihr Hass auf die Krone macht sie krank. Oder vielleicht ist es der Ruhm? Wir müssen uns verteidigen, Gouverneur. Wenn das Volk sie unterstützen soll, darf es nicht an seiner Sicherheit zweifeln. Bauen Sie ein mächtiges Fort, Gouverneur. Und irgendwann wird die Geschichte vielleicht sagen, dass Sie ebenso mächtig wie Ihr Volk für Ihr Volk gekämpft haben. Denn Geschichte hat schlechte Grammatik. Ja, dann lasst uns ein Fort bauen. Das sichert uns auch die restliche Unterstützung, die wir brauchen. Ein Fort. Teuer, teuer alles. Wo bauen wir es hin? Hinter den Präsidentenpalast? Ja, warum eigentlich nicht? Es braucht auch keine Straßenanbindung. Trotzdem baue ich da eine hin, weil ich es schöner finde, wenn wir hier noch eine Straße durchlaufen lassen. Schneller bauen sitzt nicht mehr drin, wir sind eh schon mies, also in den Miesen. Ist aber auch das einzige Projekt, ob ich jetzt hohe Baupriorität einstelle oder nicht. Das macht hier jetzt nicht den Unterschied. Und nur noch 8 Monate Mandat. Ich denke, es passt ziemlich genau mit dem Bau des Forts und der Revolution vielleicht überein. Können ja mal schauen, ob wir die Zustimmung der Revolutionäre noch anders erhöhen können. Auf jeden Fall können wir jetzt Forschung, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Zum Beispiel... Erhöht die Unterhaltskosten von Transporteurhäfen, Touristenhäfen und Hafenanlagen 50%. Dafür sind Boote, Frachter, Touristenschiffe und Transportschiffe um 5% schneller. Strafkolonie. Erhöht die Einwanderungsrate um 50%. Die Chance, dass jeder Einwanderer ein Krimineller ist, steigt um 300%. Nein, danke. Kindergeld. Kinder werden bei der Bestimmung des Wohlstands einer Familie nicht mit einbezogen. Diese Verordnung ist 2 Jahre lang aktiv und hat eine Abkühlphase von 4 Jahren. Verordnung kostet monatlich pro Kind $3. Kirchengebühr. Besucher von Religionsgebäuden zahlen eine Gebühr. Senkt die Effizienz von Religionsgebäuden, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen und verbessert den Ruf bei den Kapitalisten. Oh, das ist nicht schlecht. Mitarbeiter in Minen- und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. Also, es geht ja darum, das erstmal zu erforschen, damit wir das überhaupt dann haben. Das kostet 750 Forschungspunkte. Ich würde sagen, wir packen das mal rein. Und dann können wir diese Verordnung künftig verwenden, wenn sie uns sinnvoll erscheint. So, aber zur Zustimmung. Dafür haben wir den Almanach. Die Revolutionäre sind bei 58. Hofmodifikatoren, Bibliothek, Wachturm. Die bringt mal eher gar nichts hier. Können da scheinbar nicht so viel für tun. Wir können uns hier alle Bürger ansehen, das ist wunderbar. Ich glaube, wir müssen einfach das Fort zu Ende bauen. Dann gibt es ja nochmal einen Zustimmungsbonus. Das wird ein großes Gebäude.
Da sieht man schon. Wunderbar. Gouverneur, die Menschen sind sehr zufrieden mit dem Fort. Hoffen aber, dass sie es nie nutzen müssen. Also für den Krieg. Wir lagern dort bereits rum. Aber das Volk weiß, dass der Konflikt unausweichlich ist. Kann es sich auf sie verlassen, Gouverneur, wenn es von Unabhängigkeit träumt, oder muss es dem Ruhm vertrauen, wenn es sich besinnungslos trinkt? Das Volk von Tropico liebt euch fast so sehr, wie ich euch liebe, Gouverneur. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. So, zwei Möglichkeiten. Die eine steht uns leider nicht zur Verfügung. Die Unabhängigkeit erklären und die Krone ausbezahlen. Können wir vergessen. Wir müssen uns auf den Krieg vorbereiten. Eine muntere kleine Kolonie haben wir da, was? Wir werden versuchen, ihre Laune nicht völlig zu ruinieren. So wird es laufen. Ich übergebe Ihnen dieses Stück Papier, auf dem steht, dass wir einmarschieren werden. Ihnen steht dann eine sehr kurze Zeitspanne zur Verfügung, um Ihre unkluge Entscheidung zu bereuen. Dann werden unsere Marinesoldaten Ihre lächerliche Verteidigung mit Hilfe überlegener Disziplin, Waffen und Frisuren überrennen. Vielleicht sehen wir uns bei Ihrer Hinrichtung, Gouverneur? Ich hoffe nicht. So, lasst uns die Unabhängigkeit erklären. Müssen wir das jetzt eigentlich speziell machen oder nicht? Ich überlege gerade. Verordnungen? Nein, ich glaube nicht. Das ist, das passiert jetzt automatisch, meine ich. Stopp. Nicht so schnell. Ich guck's mir lieber nochmal an. Nee, wir müssen da wohl warten. Wir können ja nochmal, um ein bisschen Geld zu verdienen. Können doch mal einen Goldschmuggel machen. Wenn es denn noch hinhaut. Und wir haben jetzt drei Türme, ein Fort. Also genügend Leute und Soldaten hoffentlich. Momentan sind wir total pleite. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch was Neues bauen können. Wir können ja mal schauen, ob wir zum Beispiel noch einen Wachturm bauen könnten. Oh, das ging es sogar. Dürfen also miese machen. Dann bitte mal drauf los. Ich denke, mehr Soldaten sind immer gut. Ich glaube, ich muss das doch selber machen. Nun, sie... Ich bin die berüchtigte... Bin gerade wirklich nicht sicher, was ich machen muss. Nicht, dass wir die Unabhängigkeit möglicherweise noch erforschen müssen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich werde mir das mal eben ansehen und dann melde ich mich gleich zurück. Sekunde bitte. So, ich bin ziemlich sicher, dass wir einfach nur warten müssen, bis das Mandat hier abläuft. In der Zwischenzeit könnte man natürlich allerhand Sachen versuchen, aber das geht jetzt auch relativ schnell. Sodass wir einfach auf die Invasion der Krone warten. Und uns dann hoffentlich erfolgreich verteidigen. Wir hätten natürlich, oder was ich sehr gerne gemacht hätte, ist einfach die Krone auszubezahlen. Aber ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen klüger wirtschaften müssen. Ich denke, da habe ich einfach ein bisschen zu unwirtschaftlich gebaut. Könnte es natürlich nochmal versuchen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich ohne Aufnahme machen, das Ganze hier auch finanziell zu lösen. Denn wir hätten ja doch sehr viele Möglichkeiten gehabt, noch
tolle Sache zu bauen. Und wir hätten uns auch bei den Belohnungen stellweise auch mal für die Blueprints interessieren können, um sich noch andere Sachen freizuschalten. Vielleicht hätte man Glück gehabt und hätte so ein Stahlwerk bekommen. Und vielleicht gibt es auch irgendwo Stahl auf der Insel. Muss man ja schauen. Ich könnte mal so ein Bergwerk bauen und gucken, ob Eisen wäre zum Beispiel hier hinten. Aluminium ist nicht da. Ach, man kann auch alle Ressourcen anzeigen. Das ist natürlich einfacher dann. Also Eisen wäre hier. Ist das Eisen? Ja, da ist auch nochmal Eisen. Also hätten wir zum Beispiel auch abbauen können. Hätte man dann sicherlich gut exportieren können, aber jetzt ist es halt auf diese kriegerische Art und Weise gelaufen und ist ja vielleicht für euch auch interessant zu sehen, wie das jetzt funktioniert. Ich bin mal gespannt. Irgendwie läuft der Timer nicht runter. Ich glaube, dass ich dann doch einen Fehler... Ah, Tropico wird angegriffen. Jetzt aber... Piraten greifen an. Piraten wo? Wieso Piraten? Und wo? Da kommen sie. Da sind die Schiffchen. Aber Piraten? Piraten sind das ja eigentlich nicht. Das soll doch die Krone sein, oder? Oder ist das nicht die Krone? Das ist eine gute Frage. Jetzt, wir werden es gleich sehen. Hoffentlich landen die nicht irgendwo an, sondern auch an der Hauptinsel, wo wir unsere Verteidigungsanlagen haben. Das wäre sonst ziemlich schlecht für uns. Eure Freibeuter wollen den Anker lichten. So, die wollen nochmal Goldnüsse verschiffen. Ist in Ordnung. Oh, ich glaube, die kommen doch hierher. Ah, tatsächlich. So, da müssen wir mal kurz langsamer machen. Und mal ein paar Leute einsetzen. Wir haben hier zwei von den Einheiten. So viel zu tun. Ich fühle mich beobachtet. Ich kann sie nicht steuern. Ich glaube, wir müssen da einfach warten. Im Tutorial konnte man diese Einheiten auch irgendwie befehligen. Hier habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Scheint also hier sich jetzt um festen Ablauf zu handeln. Nur, wie gesagt, ein bisschen unglücklich, dass sie da oben an Land gegangen sind. Ich hoffe, dass da nichts passiert. So, hier werden sie auf jeden Fall gleich gut empfangen. Hallo, Leute, halt. Nee, ne? Jetzt gehen unsere rüber auf die andere Insel. Ach, nee. Und die greifen hier ganz munter die Wachtürme an. Ach, du Alarm, das ist ja... Das ist ja so nicht gedacht. Aber offensichtlich nehmen die selber auch Schaden. Das heißt, unsere Wachtürme sind scheinbar noch besetzt. Ja, da oben stehen noch Leute. Alles gut. Es ist alles gut. Das heißt, die beiden Einheiten können sich um die Angreifer da hinten kümmern und dann sollte das doch gut gehen, oder? Da stehen die Leute. Da oben auch. Alles gut soweit. So, und auch hier geht's jetzt zur Sache, oder nicht? Ah, es geht zur Sache. Denkt immer dran, Beta, Leute, ne? Hier fehlen offensichtlich noch ein bisschen Animationen. Kommt noch. Ich hab nur gerade das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen im Nachteil sind. Eieiei.
Oha. Oh, weia, ich habe den Eindruck, dass das eng werden könnte. Ich habe fast den Eindruck, dass die nichts machen hier. Hola. Sieht schön aus. Hola. Wie geht es Ihnen heute? Na, es passiert noch was. Also, man ist nur über den Status jetzt nicht ganz im Klaren. Es ist also sehr... Dadurch, dass Animationen fehlen, hat man fast den Eindruck gerade, dass es nicht klappt. Aber wie gesagt, ich denke, das ist einfach auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier noch eine Beta spielen. Und da wird sicherlich noch was getan. Und es könnte sein, dass es doch noch klappt hier. Welch ein Tag. Darf ich kurz durch, bitte? Ich schätze, für einen Haufen Wilder haben sie sich ganz gut geschlagen. Na, guck mal an, wir haben es geschafft. Die Feinde sind besiegt, die Krone am Boden. Wir werden dies aber nicht Unabhängigkeit nennen können. Das Außenministerium wird ein neues Mitglied des glorreichen Commonwealth der Krone bekannt geben. Unsere Freunde in der Republik von Tropico schließen sich unserer ständig wachsenden Familie von historisch verbundenen Handelspartnern an. Für mich geht es dann weiter zu meinem nächsten Posten als Sondergesandter des Erzherzogs von Österreich-Ungarn. Klingt relativ sicher. Und wir gehen ins nächste Zeitalter. Vor Freude! Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. Doch für unsere junge Nation ist es eine gefährliche Zeit, um sich aus den kolonialen Nests zu wagen. Es ist eine Zeit der Kriege und der Folgekriege. Es ist an der Zeit, sich zu verschanzen, über Elektrifizierung und Industrie nachzudenken und Ärzte auszubilden, um die von der Industrie verursachten Gesundheitsprobleme zu lösen. Es gibt viel zu tun. Ja, Spielziele. Pflegen Sie die Beziehung zu 4 politischen Fraktionen gleichzeitig, die die Meinung des Volkes beeinflussen. Verbünden Sie sich mit einer der 2 gegnerischen Supermächte und entsenden Sie Kommandotruppen zu Überfällen, um Guerillakämpfen und Spionen niederzuschlagen. Das ist also die neue Zeit der Weltkriege. So, jetzt müssen wir erstmal eine Verfassung basteln. Wir können bestimmen, wie das Wahlrecht läuft und natürlich, muss ich denn was wählen? Muss es denn Wahlrecht geben? Ich würde sagen, wir lassen erstmal. Also Wahlrecht alle Bürger, alle erwachsenen Bürger dürfen wählen. Wahlrecht reiche Bürger. Das heißt, wir müssten uns vorrangig um die Bedürfnisse der Reichen kümmern, um hier wählen zu gehen. Ich würde sagen, wir machen Wahlrecht für alle Bürger. Wir sind ja toll. Und was sind wir denn? Sind wir ein pazifistischer Staat? Haben wir Milizen oder sogar Berufssoldaten? Ich würde sagen Berufssoldaten. Und das sind die Dinge, die wir jetzt im Moment setzen können. Die anderen Sachen, die kriegt man erst in weiteren Zeitaltern. Und das ist jetzt quasi unsere erste Verfassung hier. Wirksam bis Dezember 1928. Gouverneur, Sie haben es geschafft. Lassen Sie uns endlich die süße Freiheit kosten. Sie schmeckt ein wenig nach Kokosnuss. Gratulation, Präsidente. Wir vertrauen jetzt auf Ihre Führung. Wir wissen, dass Sie fair und gerecht und Ihre Macht niemals missbrauchen werden. Das Volk singt auf den Straßen, dass Sie gerechter als alle Präsidentes vor Ihnen sein werden. Gut, wir haben die Unabhängigkeit erklärt und damit die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und das ist die Geschichte. So haben wir uns kennengelernt, Präsidente. Die wichtigste Zeit meines Lebens. Ich habe die Kugeln des Attentäters aufbewahrt, wisst ihr? Sie liegen mir sehr am Herzen. Wer hätte gedacht, dass so eine Geschichte nur ein kleines Kapitel im Leben von jemandem ausmachen könnte? Aber ihr, meist gefeierter Präsidente, euer Leben hat genug Abenteuer für 100 normale Leute. Ach, für 1000. Aber das sind Geschichten für ein anderes Mal. Und der alte Penultimus jetzt erschöpft. Er möchte schlafen und von eurer ruhmreichen Vergangenheit träumen, Präsidente.
Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. Ja, sehr schön. Wir könnten jetzt hier weiterspielen auf der Insel. Oh, schau mal, wie viel Geld wir haben. 80.000 ist ja Wahnsinn. Nein, wir spielen nicht weiter. Wir haben das Szenario geschafft. Das war Ziel für dieses Angespielt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich denke, Tropico 6 wird genauso großartig sein wie die Vorgänger. Ich bin auf jeden Fall begeistert von dem, was ich gesehen habe. Ich mag Tropico ja auch schon seit vielen Jahren gerne spielen. Ich habe tatsächlich auch mit Tropico 1 damals angefangen. Ich bin ja schon ein etwas älteres Semester und werde auch hier bei Tropico 6 wieder viel Spaß haben. Könnte mir durchaus vorstellen, dass wir zum Release des Spiels dann im Januar nochmal Let's Play starten und nochmal ein, zwei andere Kampagnen spielen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie bei euch das Interesse so gelagert ist. Also schreibt mir ganz fleißig in die Kommentare, was ihr denkt und ob das was für euch wäre. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.